What's shaking, One Man Two Balls hier mit einem Battlefield 3 Gameplay und jetzt mache ich mal ein Video, was ich mir schon länger vorgenommen habe, und zwar ein FAQ, ein Frequently Asked Questions Video. Da ich ja doch ab und zu mal ein paar Fragen bekomme, möchte ich die dann auch mal öffentlich als Video beantworten. So, kommen wir mal gleich zur ersten Frage. Die allererste Frage, die mir vor allem unter meinen Counter-Strike-Videos immer gestellt wird, ist: Was sind deine Crosshair-Settings? Meine Crosshair-Settings findet ihr auf meiner offiziellen Facebook-Page. Dort poste ich so eine Sachen, da ich diese Frage ziemlich häufig bekomme, und dann könnt ihr mit meinem originalen Crosshair spielen. Ja, Link findet ihr in der Beschreibung, und ja. Die zweite Frage, die sehr oft gestellt wird, ist, wie ist dein View-Model? Denn bei CS sieht es bei mir doch alles ein bisschen realistischer aus, wie die Waffe gehalten wird. Sie ist nicht so seitlich neben dem Gesicht, sondern ein bisschen nach unten versetzt. Diese Befehle findet ihr natürlich auch auf Facebook. Dort habe ich die auch schon gepostet. Also, da mal vorbeischauen. Ich werde es vielleicht nochmal in die Beschreibung schreiben. Oder unten in die Kommentare, diese Befehle. Die habe ich in meiner Config. Jo, dann die dritte Frage, die mir schon ziemlich oft gestellt wurde. Jetzt aber erstmal nicht mehr so viel. Wann kommt SCP Containment Breach wieder? Ein paar meiner Zuschauer wissen, dass ich da was Besonderes vorhab. Und ich werde bis jetzt nur sagen, bald. Denn ich möchte mich nicht zu irgendwas verpflichten, was ich dann im Endeffekt nicht einhalten kann. Weil ich habe leider das Problem als YouTuber, dass ich damit nicht genug Geld verdiene, um 8 Stunden am Tag YouTube zu machen. Und ich muss halt auch andere Sachen wie Real Life und so dazwischen bekommen. Dementsprechend, ich sag einfach mal bald. So, die vierte Frage: Welches Videoprogramm nutzt du? Zum Schneiden ist mir schon aufgefallen, habe ich öfter die Frage bekommen, warum meine Videos so, wie soll ich sagen, so klar aussehen. Vor meinen Counter-Strike-Videos, viele nutzen ja das Programm Sony Vegas Pro. Meist gecrackt, weil es doch sehr teuer ist. Ich persönlich habe keine illegalen Programme auf meinem PC. Und Sony Vegas ist sowieso nicht so mein Ding, weil erstens brauche ich es nicht. Meine Fred Movies reicht mein Programm Magic's Video Deluxe 2013 aus. Das habe ich mir für 60 Euro damals gekauft. Und Sony Vegas hat den Nachteil, dass das Bild irgendwie so ein bisschen verwaschen aussieht. Bei mir sieht das doch immer ziemlich klar aus und das gefällt mir eigentlich. Ja, Magic's Video Deluxe 2013 heißt das Programm, und ja, wie viel das jetzt kostet, weiß ich nicht. Es gibt ja bestimmt eine 2014er Version jetzt, eigentlich müsste 2013 ziemlich günstig sein. Aber wenn ihr Videos damit machen wollt, dann passt bitte auf, meine YouTube-Zuschauer nicht zu nerven, weil die sollen meine Videos gucken. Habt ihr verstanden, ne? Nächste Frage: Wo kommst du her und wie alt? Ich komme aus der großen, bösen, dunklen Hauptstadt, aus Berlin. Bin 24 Jahre alt. Ja, also ich bin kein Kiddie mehr, wie man wahrscheinlich mal auch an meiner rauchigen Stimme hört. Seit wann, also nächste Frage jetzt, seit wann spielst du allgemein und seit wann insbesondere Counter-Strike? Also, angefangen zu spielen habe ich schon sehr früh. Das erste war das Super Nintendo, so eine Sachen wie Super Mario World, wo ich auch ein Let's Play jetzt mache. Oder Donkey Kong, The Legend of Zelda, A Link to the Past, so eine Sachen. Counter-Strike habe ich als Anfang Jugendlicher angefangen. Das war da, glaube ich, noch 1.5 oder 1.6. Manchmal hört ihr so einen Typen, der nennt sich selber Big Bob, ich nenne ihn Jerry in meinen Videos. Und der hat mir Counter-Strike sozusagen gezeigt und auch beigebracht, und dann ging es auch so, dass wir im Internetcafé die Scheiße gerockt haben und nächtelang mit einer Kanne Kaffee durchgemacht haben. Also es war doch schon sehr hart bei uns. Und Counter-Strike Global Offensive kann ich nicht genau sagen, seit wann ich das spiele, ist halt seitdem ich vom Battlefield 3. Oh, Moment, ich muss mich mal kurz strecken. Seitdem ich vom Battlefield 3 gewechselt bin, was ein ziemlich großer Schritt für mich war, spiele ich halt Go, und ja, ich spiele also schon eigentlich mein Leben lang, kann man sagen. Nächste Frage: Warst du bzw. kommst du auf die Gamescom? Ich war noch
nicht auf der Gamescom, noch gar nicht. Und ob ich auf die Gamescom komme, kein Plan. Ich weiß ja nicht, wenn es da einen Mob von Leuten gibt, die mich gerne sehen wollen, dann könnte ich mir das überlegen. Dann könnte ich vielleicht auch, hihi, ein, zwei T-Shirts mitbringen. Mit dem One-Man-Two-Walls-Druck drauf. Ja, müsste ich mir halt überlegen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht so aus dem Kopf, wann der Termin für die Gamescom wieder ist. Ich glaube, das ist irgendwann im Hochsommer, oder? Oder kurz nach dem Hochsommer. Weil mir wurde berichtet, dass die Hallen da immer ziemlich heiß sind. Wenn alles voll ist. Am zweiten, dritten Tag. Und da müsste ich halt gucken. Wenn es da Leute. Ich würde da sowieso nichts wirklich spielen, weil man so lange anstehen muss. Wahrscheinlich würde ich da Bier trinken und irgendwie Blödsinn machen. Mit einem Kumpel und einer Kamera oder so. Aber ja, wenn es halt Leute gibt, die mich gerne mal sehen wollen, so in echt, ganz lebendig, dann kann ich es mir mal überlegen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Nächste Frage. Dein Ziel auf YouTube. Ich habe mein allererstes Video noch auf dem Kanal hier, One Man Two Balls First Commentary, da habe ich 1.6 gespielt. Das war eigentlich eine Clan-Werbung. Ich wollte einfach nur ein bisschen Werbung machen, damit wir neue Member bekommen. Und ich habe mir dabei nichts Großes gedacht. Der erste wirkliche Kommentator, den ich mal gesehen habe auf YouTube, das war Max FPS, den ich heute auch noch immer fleißig schaue. Und ich fand das halt schon cool, was er da gemacht hat und dachte mir, hey, das kannst du doch auch. Aber ich bin da nie mit einer wirklich großen Intention rangegangen, so von wegen, ich werde mal hier 300 oder mehr Abonnenten haben oder vielleicht noch größer irgendwann. Aber heute ist es sogar so, ich habe gesehen, dass es vorangeht. Hänge mich da auch ein bisschen rein, wie ihr vielleicht an meinen Videos seht. Die sind ja nicht ganz so scheiße wie andere Kanäle. Perfekt sind sie noch lange nicht, ich weiß, aber ich hänge mich da doch schon ein bisschen rein. Und eigentlich habe ich doch schon den Wunsch, mittlerweile ein bisschen größer zu werden. Und wenn man irgendwann mal die Möglichkeit hätte, man sollte nie mit sowas rechnen, aber wenn man die Möglichkeit damit hätte, damit wirklich viel Geld zu verdienen, dann, ja, dann würde ich die Chance auf jeden Fall nutzen. Weil Chancen soll man nicht einfach gehen lassen. Nächste und erstmal auch die letzte Frage. Würdest du mal wieder PS3 spielen und hast du Bock mit mir zu spielen, beziehungsweise auf der PS3 aufzunehmen? Ja, ich spiele sehr gerne auf der PS3, auch wenn ihr hier auf YouTube halt nur Computerzeug von mir seht. Das liegt einfach daran, weil ich auf dem Computer Fraps habe. Ich habe für die PlayStation 3 keine Elgato oder keine HDPVR-Hauptauge. Ich kann damit nicht aufnehmen. Ab und zu spiele ich doch leider sehr selten, aber doch ab und zu spiele ich sehr gerne PlayStation 3. Hätte ich die Möglichkeit aufzunehmen, dann würde ich wahrscheinlich auch öfter spielen, so Sachen wie GTA 5 oder Battlefield 3, ja. Was mich an Battlefield 3 auf der PlayStation 3 immer ein bisschen genervt hat, war dieses nicht Auto-Aim, sondern diese Aim-Hilfe, weil es doch ab und zu mit der Pumpe, ich glaube früher diese Slug-Munition auf der USAS, das war echt nervig. Das war auch ein Grund für mich, auf den PC zu wechseln mit, weil die ganzen Noobs dann das extrem ausgenutzt haben. Und ja, also das Problem bei mir ist auch immer so ein bisschen die Zeit, wie ich schon gesagt habe. Das ist teilweise ist es bei mir so, ich habe schon fast einen Vollzeittag. Also ich stehe morgens auf, gehe halt zur Arbeit, komme nach Hause, mache meine Sachen, mache ein Video. Dann muss ich noch ein bisschen Haushalt machen und dann ist der Tag eigentlich schon zu Ende und das teilweise wochenlang. Also muss man halt gucken, ob man Zeit findet. Vielleicht mal am Wochenende. Dann, also auf dem PlayStation Network ist mein Name ja auch One Man Two Balls und da findet man mich dann auch online, wenn ich denn online bin. Ja, das Video müsste auch eigentlich gleich zu Ende sein und das waren jetzt erstmal die Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe, die sehr oft kommen, beziehungsweise neu reingekommen sind jetzt die Tage. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr diese natürlich in die Kommentare schreiben. Irgendwann werde ich mich dann wieder mal dazu ringen und diese auch beantworten für euch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. One Man Two Balls. Over and out. Peace.